Der aus Medellin stammende Maler und Bildhauer Fernando Botero bildet wie kein anderer die kolumbianische Gesellschaft ab. Was einmal der Kampf von Rebellen für mehr Gerechtigkeit war, entwickelte sich über die Jahrzehnte zu einer mörderischen Schlacht um Macht und Rohstoffe. Geschlagen von Regierung, Guerilla, Paramilitärs und Drogenkartellen. Gewaltexzesse gegen die Zivilbevölkerung, Vertreibung, Entführung und Ermordung gehören zum Alltag Kolumbiens. Ich bin hier in Medellin, weil ich aus der Gemeinde Yolombó flüchten musste. Der Grund war ein Massaker, bei dem mein Mann getötet wurde, der Vater meiner Kinder. Davor war ich bereits Mitglied von Vamos Mujer. Die Organisation Vamos Mujer begleitet Frauenorganisationen im Departement Antioquia. Die Begleitung besteht in Workshops und Beratung zum Thema Gewalt gegen Frauen, Verbesserung der wirtschaftlichen Situation und politische Partizipation. Mit allen Gruppen wird zu allen drei Bereichen gearbeitet. Vamos Mujer wird aus den Mitteln der Aktion Familienfasttag der katholischen Frauenbewegung Österreichs unterstützt. Die Schwerpunkte der Arbeit sind regional unterschiedlich. Hier in der Region Yolombó tobt der bewaffnete Konflikt besonders heftig. Frauen werden zur Zielscheibe. Der Nordosten war immer schon ein Durchzugsgebiet der bewaffneten Gruppen, Guerillas wie ELN und FARC und jetzt die Paramilitärs. Aktuell kämpfen die Paramilitärs um die Oberhand in der Region. Und das betrifft die Frauen in vielerlei Hinsicht. Die legalen Akteure wie Militär und Polizei verüben auch sexuellen Missbrauch an Frauen. Sowohl die legalen als auch die illegalen bewaffneten Akteure behandeln den weiblichen Körper wie eine Kriegsbeute. Und auch die legalen Akteure lassen Leute verschwinden. Und dazu kommt, dass wir uns nicht trauen, Anzeige zu erstatten, weil das dieselben Leute sind. Wenn wir eine Anzeige machen, dann kontaktieren sie einander sofort. Sie sind miteinander in Verbindung. Im vergangenen Jahr hat es auch sehr viele Frauenmorde gegeben. Es wurden und werden sehr viele Frauen umgebracht. Das hat es früher nicht gegeben. Jetzt sind es nicht mehr nur die bewaffneten Gruppen, sondern allein die Tatsache, eine Frau zu sein, hindert uns daran, frei zu sein und uns frei auszudrücken. Jedes Jahr organisieren wir einen Protestmarsch und jedes Jahr aus Anlass einer anderen Art von Gewalt. Aufgrund der innerfamiliären Gewalt, aufgrund der Vergewaltigung von Mädchen, der internen Vertreibungen. Und heuer haben wir wegen der Megaprojekte und der Enteignung von Land durch die Holzindustrie demonstriert. Die Landfrage betrifft sehr stark die Frauen. Alle Frauenorganisationen unterstützen durch den Verkauf von eigenen Erzeugnissen ihre Familien. Gleichzeitig gewinnen die Frauen damit an wirtschaftlicher Unabhängigkeit. Kleine Kreditfonds, die den Mitgliedern offenstehen, fördern deren landwirtschaftliche Projekte. Musik
Im Osten Antiochias kämpft Palmas Unidas, eine der Frauenorganisationen, die von Vamos Mujer begleitet werden, gegen die ökologische Ausbeutung. Öffentliche Informationsveranstaltungen sollen der Bevölkerung die soziale Ungerechtigkeit bewusst machen. Die Organisation Palmas Unidas hat sich von Beginn an für Ernährungssouveränität eingesetzt und für das Recht auf Wasser, das eines der Grundrechte ist. In diesem Land gelten Gesetze, die eine Privatisierung des Wassers ermöglichen und es so zu einem Handelsgut machen. Wir kämpfen gegen diese Privatisierung. Wir wollen, dass das Wasser öffentlich verwaltet wird und nicht von privaten Firmen. Im Südwesten der Provinz begleitet Vamos Mujer indigene Frauengruppen in der Behandlung ihrer spezifischen Probleme. Der indigene Mann ist viel aggressiver und viel verschlossener. Er will nicht, dass seine Frau etwas lernt und sich weiterentwickelt. Es gibt immer noch diesen Machismo und diese Aggression gegen Frauen. Meine Großmutter hat mir gesagt, wir Frauen dürfen darauf nicht reagieren. Wir müssen uns schlagen lassen. Der Ort Jardin liegt an der Grenze zu einem Indianerreservat, wo Vamos Mujer einen zweitägigen Workshop für die Frauengruppen der Region abhält. Neben neuen Vermarktungsstrategien für die Produkte wie Backwaren oder indianisches Kunsthandwerk geht es in dem Workshop auch um innerfamiliäre Gewalt. Eine Schamanin eröffnet das Treffen mit einer Zeremonie. Die positiven Energien der Teilnehmer sollen so gestärkt und die negativen verbannt werden. Die Zusammensetzung der Gruppe ist ungewöhnlich, denn es nehmen auch Männer am Workshop teil. Ich leite eine Gruppe, die sich Gruppe für neue Identitäten der Männlichkeit nennt. Warum? Weil wir gemerkt haben, dass es in dieser Region sehr viel Gewalt gegen Frauen gibt und diese Gewalt wird vor allem von Männern ausgeübt. Deswegen haben wir uns mit Vamos Mujer in Verbindung gesetzt und sie gebeten, dass sie neben ihrer Arbeit mit den Frauen auch einen Prozess der Bewusstseinsbildung mit Männern beginnen, um die Fälle von Gewalt gegen Frauen zu reduzieren, aber auch die Fälle von Ungerechtigkeit, denn überall, zu Hause, in der Schule und in der Arbeit herrscht sehr viel Ungleichheit. Die Stellung der Frauen ist schlechter als die der Männer. Deshalb glauben wir, dass auch die Arbeit mit Männern wichtig ist, um diese Probleme anzugehen. Zurück nach Medellin. In den 1980er Jahren war das öffentliche Leben der Stadt vom gewalttätigen Charakter der Drogenmafia des Medellin-Kartells geprägt. Mit der Zerschlagung des Kartells hat sich das geändert. Eine gefährliche Stadt ist Medellin aber geblieben. Im Stadtteil Alta Vista ist eine Gruppe von Mädchen im Alter zwischen 4 und 16 Jahren unterwegs. Sie bringen selbstgestaltete Aufkleber an und suchen das Gespräch mit der Bevölkerung. Die Gruppe, die mittlerweile 41 Mädchen umfasst, wurde aus eigener Initiative gegründet. Die Gruppe ist als Folge eines sexuellen Missbrauchs gegründet worden. Hier glauben die Leute, dass die Frau ein Objekt ist, das man abgrapschen und missbrauchen kann. Wir wollten einfach nicht, dass das so weitergeht. Es war die Vergewaltigung einer Klassenkollegin, die den Anstoß gab. 4 Mädchen, eines davon das Opfer, schrieben ein Theaterstück, das sie heimlich zu Hause durchspielten. Auf diese Weise wollten sie gemeinsam die Gewalttat aufarbeiten. Schließlich vertrauten sie sich Valentinas Mutter an, die selber seit Jahren in Frauengruppen tätig war. Sie riet den Mädchen, an Frauenrechtsorganisationen zu schreiben. Die erste Organisation, die geantwortet hat, war Vamos Mujer. Sie haben uns Hilfe geschickt, Begleiterin und eine Psychologin. Und sie haben begonnen, mit uns zu arbeiten. Und so ist die Gruppe entstanden. Mir gefällt es sehr in dieser Gruppe, weil ich viel gelernt habe. Zum Beispiel, wie ich mich vor Missbrauch schützen kann.
Wir haben über Rechte gelernt, in Ruhe spielen zu können. Auch über Bildung und dass alle Kinder Rechte haben, nicht nur die Reichen. Und dass wir in einer gemeinsamen Welt leben. Ich wusste nicht, welche Rechte wir haben. Ich wusste nicht, dass wir das Recht haben zu spielen, zu essen, besser gesagt auf Ernährung und nicht diskriminiert zu werden. Das Ziel ist es, Theaterstücke zu schreiben, die wir für andere Mädchen, die in anderen Vierteln missbraucht werden, aufführen. Und indem wir das machen, zeigen wir, wie sie sich schützen müssen. In einem dieser Stücke wird ein Mädchen vergewaltigt, aber niemand glaubt ihr, nicht einmal die eigene Mutter. Sie wendet sich an verschiedene Personen, bis ihr endlich eine Psychologin Glauben schenkt. Diese begleitet das Mädchen zur Polizei und zur Staatsanwaltschaft, um Anzeige zu erstatten. Der Täter wird schließlich gefasst. Die Mädchen sind entschlossen, die Rechte von Kindern und Jugendlichen zu verteidigen. Und das beginnt in den eigenen vier Wänden. Dieses bedeutet Stopp. Warum? Weil die sich gerade anzieht. Wenn man sich anzieht, kommen oft andere Personen rein und sehen einen nackt. Dann hängt man das auf die Tür und die anderen wissen, dass sie nicht reinkommen dürfen. Das hier bedeutet, dass wir Mädchen unsere Meinung sagen können. Dass nicht nur andere ihre Meinung sagen können, sondern wir genauso und dass man uns zuhört. Ich halte das Recht darauf, nicht diskriminiert zu werden. Manchmal gibt es Leute, die einen diskriminieren, weil man schwarz ist oder weil man weiß ist. Ich glaube, dass wir Mädchen aktiv werden müssen, denn die Initiative kann nicht von anderen kommen, sondern muss von uns ausgehen. Die Initiative geht von den Mädchen aus. Wir können sie dabei unterstützen, zum Beispiel durch die Aktion Familienfasttag der katholischen Frauenbewegung. PSK 1.250.000